Hallo, willkommen in meiner Küche. Heute mache ich ein fränkisches Schäufele. Und weil ich das letzte Mal bei meinem ersten Schäufele-Video so gerügt wurde, werde ich das heute etwas anders machen. Also viel Spaß dabei. Ich habe bei meinem ersten Schäufele natürlich etwas mit dann am Schluss hineingenäht, so ein Pülferchen. Schweinebratenpulver von irgendeiner Firma und da wurde ich dafür gerügt. Aber ich sag euch, ihr werdet es, wenn ihr draußen seid, in irgendeinem Gastrobetrieb das immer so bekommen. Aber heute mache ich es ohne. Was wir da noch alles brauchen, das erkläre ich euch, während wir kochen. Und heute machen wir es mal anders. Heute geht die Kamera immer nur auf die Lebensmittel und das Essen und das Kochen. Und ich probiere das mal aus, mal schauen, ob es euch gefällt. Was beim Schäufele immer sehr wichtig ist, dass wir die Kruste einschneiden. Und ich nehme dafür hier ein Skalpell. Es geht aber auch ein Teppichmesser oder einfach ein normales scharfes Messer. Und das ist das Erste, was ich jetzt mal machen werde. Schön aufpassen, es ist sehr scharf. Festhalten. Bis zum Ende. Und dann das Ganze noch quer. Und das macht er echt sorgfältig. Das zahlt sich dann am Schluss aus. Dann müssen wir das Ganze salzen. Und bei der Schwarte, da kann man wirklich großzügig salzen. Das ergibt dann nämlich wirklich eine schmackhafte, krosse, leckere Kruste. Also an der Schwarte nicht mit Salz sparen. So, und den Rest salzen wir natürlich auch. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum das Schäuferle heißt. Es ist so, das ist das Schulterstück. Und hier ist ein Knochen. Und wenn das Fleisch runter ist, dann sieht es aus wie eine Schaufel. Das zeige ich euch mal, wenn das fertig ist und der Knochen runter ist. Hebe ich mal einen auf. Dann brauchen wir Wurzelgemüse. Wir haben Karotten. Wir haben Petersilienwurzeln. Warum Petersilienwurzeln? Ich habe tatsächlich in dieser Corona-Zeit keinen Sellerie bekommen. Und eine Gemüsezwiebel. Und das brauchen wir für unseren Fond. Für unsere Soße brauchen wir dann noch ein Bier. Dann einen Fond, einen Fleischfond. Wenn ihr den fertig kaufen wollt, dann kauft einen Bratenfond. Was beim fränkischen Schäufeler natürlich nicht fehlen darf, das ist etwas Kümmel. Und mit dem Kümmel gehen wir aber nicht zu großzügig um und nur in den Bereich Fleisch. Und das Gleiche machen wir mit etwas Pfeffer. Macht die Kruste noch sauber, dass da kein Pfeffer drauf ist oder Kümmel. Der würde dann nur drauf verbrennen. Jetzt geben wir unser Gemüse da rein. Dann geben wir unseren Fond rein. Das sind so 800 Milliliter. Und dann setzen wir unsere Schäufele da rein. Das wird wieder eng da drin. So, mal schauen, ob wir die da alle reinbekommen.
So, drin sind sie. Und dann schütten wir noch ein bisschen Bier drauf. Wir geben Bier ein bisschen mit rein. Das Bier ist würzig, hat ein tolles Aroma. Und wenn wir dann mit der Kruste weitermachen, schütten wir das Ganze dann darüber. So, und jetzt kommt es in den Backofen. Bei 175 Grad für 2 Stunden mit Deckel. Nach 2 Stunden sieht das Ganze so aus. Und das kommt jetzt wieder in den Backofen. Ja, und dann schauen wir es uns wieder an. Und jetzt, kalt, vergessen fast, schütten wir ein bisschen Bier auf die Kruste. Da noch ein bisschen. Und jetzt kommt das Ganze wieder in den Backofen. So sieht das Ganze jetzt nach weiteren 1,5 Stunden aus. Jetzt nehme ich die Schäufele raus und mache die Soße fertig. So, jetzt wird das Ganze passiert. Und das ist hier eine flotte Lotte. Da kommt es rein. Unten ist ein Sieb und dann drückt man das mit so einem Drehmechanismus da durch. Und jetzt machen wir das erst ein bisschen voll. So. Und jetzt kommt es bei gleicher Temperatur, 160 Grad, noch eine halbe, dreiviertel Stunde in den Backofen. Und dann machen wir das Krustenfinish. So, und jetzt machen wir die Soße fertig. Dazu kochen wir jetzt die Soße erst einmal auf und reduzieren nur noch etwas ein. Jetzt geht's los, jetzt holen wir unsere Schäufele aus dem Backofen und machen die Magic Kruste. Sieht ja schon gut aus, ne? Normal, das heißt, der nimmt auf. So, sehr schön. So, nächsten Teller. Okay. Schon so große Dinger. Ja. Ich gehe auf den hier. Ich weiß.
mal den Teller noch ein wenig her, bitte. Okay. Isa, du? Das war der perfekte Beauty-Shot. Ja, gerne noch so ein bisschen irgendwie. Ich stehe auf Soße.